Ja, hallo Fußballfreunde. Ich wollte nochmal die nächsten Gruppen aufsagen. Also jetzt haben wir die Gruppe C noch. Das ist Frankreich, Australien, Dänemark und Peru. Da muss ich schon sagen, für mich ganz klarer Favorit Frankreich. Ne, so sieht das da aus. Die werden das erste Spiel gegen Australien auch gewinnen. Da bin ich von überzeugt. Und Peru gegen Dänemark, das ist ganz was Extravagantes. Und Südamerikaner gegen die sturen Dänen. Da muss ich mal sehen. Ich hoffe, dass Paulo Guerrero trifft da und dass da vielleicht eine Überraschung kommt. Aber wie gesagt, Frankreich, Australien und Peru, Dänemark. Also Frankreich wird das gewinnen. Also Ergebnis spielt keine Rolle. Und Peru, Dänemark, tippe ich auch ein, dass Peru vielleicht da besser mit zurechtkommt, auch mit der Wärme in Russland. Da wird das richtig schön warm sein im Begann. Ja gut, und dann nochmal. Erster wird Frankreich werden und zweiter, glaube ich, wenn alles klar geht, Peru. Würde ich auch sagen, Südamerikaner weiter, wie ist eine schöne Sache. So, das wäre die Gruppe C und dann kommen wir mal zur Gruppe E, das ist die D, ABCD, D, das ist einmal Argentinien, Island, Kroatien, Nigeria. Ja, Argentinien, Island, das muss natürlich Argentinien gleich gewinnen. Ich habe ja auch gesagt, die Isländer fahren heute oder fahren bei der WM zeitig nach Hause. Ich glaube nicht, dass sie das wiederholen können, diesen riesen Hype da, was sie letztes Mal gemacht haben. Das glaube ich nicht. Kroatien hat eine gute Truppe. Nigeria, der Afrikaner, weiß man nie so genau. Also ich habe sie gesehen, so überzeugend war das auch nicht. Und Kroatien hat natürlich von der Mannschaft her eine gute Truppe mit Modric. Nee, da sind natürlich gute Leute bei. Und auch hier in Hoffenheim, der die ganzen Tore macht, ist auch ein sehr guter Kroate. Das ist eine gute Truppe, aber was die Kroaten nie haben, die haben nie einen guten, überragenden Torwart. So sehe ich das. Nee, darum fangen sie auch über die Dinge ein. Ja, zu Island habe ich ja gesagt, die fahren nach Hause zeitig. Argentinien, Kroatien, Nigeria. Also, das wird weiterkommen. Ich nehme an, Kroatien. Und Argentinien oder Argentinien als Erster und Kroatien als Zweiter. So sehe ich das, das ist meine Meinung über Jungs. Nee, und dann wollen wir mal sehen, wie das weitergeht. Nee, also morgen kommen die anderen Gruppen. Und dann, also ich sehe die Weltmeisterschaft auch überschwemmt mit Mannschaften. Also es hätten auch weniger wie mehr gewesen für die WM, glaube ich. Aber das müssen die anderen entscheiden da oben, diese ganzen Geldsäcke da oben, diese FIFA und was das alles ist. Da können wir nichts mehr machen, aber wir gucken uns das schon an und erhalten die Daumen für die deutsche Mannschaft. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Dienstag. Ne? Hau rein, Kollegen. Ne? Tschüssi, tschüss.